In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie wir bei uns den Grünkohl anbauen. Ausgesät wird in nährstoffarmer Aussaaterde. Der Grünkohl braucht eine Keimtemperatur von 15 bis 20 Grad und wir haben hier eine Saattiefe von 0,5 bis 1 cm, also nicht wirklich tief. Hinterher wird bedeckt mit Erde und natürlich auch angegossen. Nach der Keimung, also ungefähr 2 bis 3 Wochen später, sind die Pflanzen dann so groß, dass pikiert wird. Die Töpfchen, in die wir dann hineinpikieren, haben eine Größe von 8x8 x 8,5 cm, sind also ein bisschen größer. Beim Pikieren achten wir schon darauf, dass wir die Pflanzen tiefer setzen. Und die Erde, die wir dafür verwenden, das ist eine Komposterde. Es geht aber auch natürlich eine kaufbare Gemüseerde. Wichtig ist, dass die Erde jetzt hier viele Nährstoffe hat, denn das braucht der Kohl. Da es bei diesem Starkzehrer, dem Grünkohl, viele Schädlinge gibt, zum Beispiel die Kohlfliege oder den Kohlweißling, ist es ratsam, je nachdem, wo man wohnt und wie hoch der Schädlingsdruck ist, gegebenenfalls die Jungpflanzen schon unter ein Netz zu stellen. Um den Federkohl im Beet später auch ohne Netze anbauen zu können, haben wir uns für bunte Mischkulturen entschieden. Das heißt, zwischen die Grünkohlpflanzen kommen dann zum Beispiel Anis oder auch Gewürztagetes oder auch andere Kräuter. Diese intensiven Düfte, die lenken die Schädlinge vom Grünkohl ab. Von Anfang Juni bis Mitte Juli wird dann gepflanzt. Die Jungpflanzen dürfen in die Erde. Bei der Pflanzung werden sie auch wieder ein bisschen tiefer gesetzt und das Beet wird vorher für Starkzehrer vorbereitet. Bei uns bedeutet das, wir arbeiten Kompost in die Erde ein oder auch einen Kleedünger. Bei den Kohlpflanzen verzichten wir auf Pferdemist. Unserer Erfahrung nach lockt das die Schädlinge zusätzlich an. Für die Pflanzung jetzt sind natürlich auch Beete geeignet, wo vorher Kulturen drauf standen, wie zum Beispiel Spinat oder Salat, die schon abgeerntet sind. Was nicht günstig ist, Kohl auf Kohlpflanzen, das heißt, wo Frühkohl stand, Kohlrabi oder Spitzkohl oder so, da würden wir den Grünkohl jetzt nicht anschließend pflanzen. Der Pflanzabstand beim Grünkohl liegt bei 40 cm und wenn wir Reihen pflanzen, dann haben wir hier einen Abstand von 40 bis 75 cm. Der Grünkohl steht wie alle anderen Kohlpflanzen auch am liebsten sehr sonnig. Wir haben ihn auch schon halbschattig angebaut. Die Folge war, wir hatten einen höheren Schädlingsbefall, er ist viel mehr in die Höhe gewachsen und dadurch waren Stützen nötig. Also wenn es irgendwie machbar ist, Sonne, Sonne, Sonne. Mit wem steht der Grünkohl noch gerne zusammen, außer jetzt mit intensiv duftenden Kräutern? Den können wir gut zusammenpflanzen mit Hülsenfrüchten, mit Spinat, Gurken, Salat natürlich, aber auch mit Tomaten. Hingegen steht er nicht so gern zusammen mit Zwiebelpflanzen, Kartoffeln oder eben mit anderen Kohlgewächsen. Der Kohlweißling ist beim Grünkohl, den wir jetzt haben, nicht wirklich das große Problem. Er meidet die gekräuselten Blätter und sucht sich ein anderes Zuhause. Die weiße Fliege hingegen ist dann schon eher ein Problem. Sie setzt sich auf die Unterseite der Blätter und da helfen auch Netze nicht wirklich ausreichend. Was machen wir? Wir brausen die Pflanzen, also die Blätter, von unten regelmäßig ab und dadurch halten wir zumindest den Schädlingsdruck in Schach. Zu 100% funktioniert das natürlich auch nicht, aber bei der Ernte nehmen wir die Blätter, legen sie in Salzwasser eine Weile ein und danach können wir die abwaschen und der Grünkohl ist frei von der weißen Fliege. Noch ein Wort zur Düngung. Falls der Boden nicht genügend Nährstoffe enthalten sollte, ist es auch nicht so schlimm. Natürlich ist es möglich, später einfach nachzudüngen, zum Beispiel mit einer Jauche. Wir nehmen dann gerne die Brennnesseljauche. Und die Ernte vom Grünkohl, die startet hier ab Herbst. Allerdings müssen wir dazu sagen, wir können ihn schon essen, er schmeckt auch gut, aber wenn ein Frost drüber gezogen ist, dann schmeckt er einfach ein bisschen süßer. Geerntet wird dann hier nach Bedarf, bis März zieht sich das tatsächlich und was auch schön ist, überall wo wir größere Blätter abgenommen haben, wir machen das von unten nach oben, da wachsen kleine Blätter nach und diese kleinen Blätter sind total lecker, wenn man einfach mal kurz durch den Garten gehen möchte und ein bisschen snacken. Grünkohl ist tatsächlich auch als Rohkostgemüse nicht zu verkennen. Wir wünschen uns, dass ihr Lust habt, Grünkohl anzubauen und wäre natürlich schön, wenn das Video euch damit jetzt ein bisschen geholfen hat. Über einen Daumen nach oben freuen wir uns wie immer und wenn noch nicht passiert, könnt ihr auch gerne unseren Kanal kostenlos abonnieren. Zum Weiterschauen haben wir auch was verlinkt. Einmal hier oben unser Video, wie wir die Kohljauche selber herstellen und hier unten unsere Playlist der kurzen und knackigen Grow Veggie Videos. Viel Spaß bei euch im Garten!